Und es geht wieder weiter mit einer Boruto-Chapter-Analyse 67, der Spalt. Was für ein Titel. Ja, Boruto ist jetzt also tot und natürlich für Naruto ist das schlimm, aber ich muss erstmal sagen, Shikamaru war für ein Arsch. Also der war einfach nur ein Trigger, damit Naruto auftaucht und nichts tun kann. Denn ich habe mich am Anfang wirklich gefreut, als ich den Band angefangen habe zu lesen und fand es gut, dass Shikamaru mitkommt. Wir wissen, dass er nicht so stark ist, aber er ist dafür intelligent und kann Pläne schmieden und so alles und... Ja, der wurde nur gefangen genommen, damit Naruto nichts tun kann. Und jetzt, wo das mit Kawaki und Boruto ist, ist er wieder uninteressant, wird freigelassen. Ihm wird nicht mal irgendein Arm oder ein Finger oder so gebrochen. Er wird nicht mal verletzt. Es ist, ja, egal. Also ich muss sagen, da hätte ich mir wirklich mehr gewünscht mit ihm. Davon abgesehen, Kawaki hatte ja, wie gesagt, das Karma und der verprügelt Code. Ich meine, hä? Code wurde so stark dargestellt. Es wurde auch gesagt, dass er wahnsinnig stark ist. Und jetzt kommt Kawaki mit so einem Power-Up und verprügelt ihn. Und das ist sowieso grundsätzlich, was diese ganzen Stärkeverhältnisse in Boruto angeht, einfach nur scheiße gemacht. Ich meine, niemand kann mir sagen, dass er das geil findet. Also vielleicht kleine Kinder, okay, die finden es ja immer toll, wenn es übertrieben ist und wenn es super stark wird und so alles. Aber ja, ich meine im Ernst... Naruto und Sasuke waren die stärksten von allen. Dann kommen Boruto und Kawaki und die sind stärker als Naruto und Sasuke. Dann kommt ein Gegner, der wiederum stärker ist als Boruto und Kawaki. Ja, und im nächsten Moment haben die irgendein Power-Up und sind wieder stärker als der Gegner. Und dann kommt ein noch stärkerer Gegner, der erst wieder stärker ist als Boruto und Kawaki, aber durch ein weiteres Power-Up sind die beiden Jungs wieder stärker und... Ja, irgendwie, es geht gar nicht mehr ums Trainieren, es geht nicht mehr ums Ninja-Sein, es kommen immer irgendwelche komischen Power-Ups und dann haben sie irgendwie eine Chance. Und das ist einfach nur langweilig und, ja, blöd. Einfach so absolut nicht Naruto-typisch, es wirkt ehrlich gesagt so ein bisschen mehr wie Dragon Ball Z. Code ist Kawaki haushoch unterlegen. Er holt dann kurz Diamond, damit er eine Attacke von ihm abwehren kann. Ja, Kawaki ist dann bewusstlos und er meint auch, dass er im Moment absolut keine Chance gegen Kawaki hätte und dass er deswegen seine wahre Kraft eben haben muss und den Begrenzer auflösen muss und so und ja, haut dann eben ab. So, Naruto ist natürlich immer noch ziemlich am Boden zerstört, was logisch ist. Shikamaru sagt immer, er soll sich zusammenreißen und so. Und ja, er meint dann, dass sie ja auch etwas gegen Kawaki unternehmen müssen. Und ich weiß nicht. Einerseits ist es doch irgendwie ganz gut gewesen, dass Kawaki bereit dazu war, Boruto zu töten, weil er ja nun mal eben eine Gefahr dargestellt hat, ne? So arbeiten Ninja im Prinzip, denn wie hat damals Hashirama schon gesagt, jeder, der etwas gegen sein Dorf und gegen die Dorfbewohner tun will, ist eben sein Feind, sein Gegner. Und deswegen hat er Madara ja auch angegriffen. Also Kawaki hat so gesehen eigentlich als Ninja richtig gehandelt. Aber Shikamaru sagt natürlich, er findet das bedenklich, Kawaki hat ohne zu zögern Boruto getötet, er hat einen Kameraden getötet und so. Ja, und wir müssen jetzt was mit ihm machen und wir müssen überlegen, wie wir weiter mit ihm vorgehen. Also im Prinzip finde ich das okay. Also so aus der Sicht zum Beispiel von Naruto, wenn er das gesagt hätte, wäre das in Ordnung gewesen. Auch aus der Sicht von einem anderen emotionalen Ninja, aber hallo, Shikamaru ist doch immer derjenige, der rational denkt. Eigentlich müsste er das gut finden. Naruto sagt natürlich, dass es nicht nur Kawaki schuld ist und das, ja, stimmt natürlich auch. Ja, und Boruto lebt dann natürlich wieder. Wer hätte es gedacht? Das war offensichtlich. Ja, und dieses ganze Gespräch, was er mit Momoshiki so geführt hat, ja, das hat mich natürlich ein bisschen an einen Biju und seinen Jinchuriki erinnert, denn ja, wenn Jinchuriki stirbt, stirbt das Biju ja auch. Und hier ist es ja auch so, wenn Boruto stirbt als Gefäß, stirbt Momoshiki auch. Und was soll ich sagen? Das Ganze, was er da so erzählt hat, das war irgendwie total wirr. Also, es fehlt noch 18%, damit Momoshiki hätte wieder... belebt werden können, also den Körper übernehmen können von Boruto. Ja, und er hat irgendwie diese 18% hat er jetzt genutzt, um ihn zu heilen, um ihn wiederzubeleben und so. Und ja, jetzt ist zwar nicht möglich, dass Momoshiki wieder auflebt, aber gleichzeitig ist Boruto jetzt ein vollständiger Otsutsuki. Ja, verstehe ich irgendwie nicht, aber gut. Ist wahrscheinlich auch wieder total wirr und komisch und vorher wurde irgendwas anderes gesagt, aber okay. Ja, und dann meint er wieder, er würde alles verlieren und so und wegen seinen blauen Augen oder sowas und das kommt bald und so. Und ja, dann wechselt halt die Szene zu Code. Aida fragt, wie er in Konoha eindringen will ohne Kratzspuren. Er meint, er hätte alles vorbereitet und dann ist das Chapter vorbei. Einfach so, puff. Ich nehme mal an, er hat wahrscheinlich Kratzspuren irgendwie an Shikamaru befestigt oder sowas, weil, naja... Für irgendeinen Trigger, einen weiteren Trigger, muss Shikamaru ja noch gut sein oder schlecht sein, je nachdem. Ja, und was soll ich sagen? Also, ich fand eigentlich den ganzen Band wirklich nicht überragend. Also, das erste Chapter fand ich okay, abgesehen von Naruto mit Senjutsu, das hätte er früher machen sollen. Aber danach wieder nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und ich weiß, es ist ein Shonen-Manga, das ist mir bewusst. Aber Naruto war noch nie so kampflastig. Und Boruto, ja nun, das ist sehr viel Kämpfen. Also, man hat sehr wenig Charakterentwicklung, sehr wenige Charaktermomente. Wenn die da sind,
Ich finde die meisten natürlich schon noch gut, okay. Aber das ist immer nur Boruto und Kawaki oder Naruto und Boruto oder Naruto und Kawaki. Also es beschränkt sich so gefühlt nur auf diese drei. Selbst Satsuki hat wenige Momente und dann immer nur Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe und das wird alles nur gezogen und gezogen und gezogen. Und ehrlich, dass Momoshiki jetzt eben nicht einfach wiederbelebt werden kann, also wieder auferstehen kann, das ist auch nur, um das Ganze zu ziehen. Ich meine, wir erinnern uns, worum ging es ursprünglich? Ja, dass Momoshiki irgendwie ein Karma-Daten in Boruto eingepflanzt hat. Kawaki kam ja auch noch recht früh dazu. Beide sollten Gefäße sein. Es ging eigentlich nur darum, dieses Karma loszuwerden. Und dann tauchte der auf und der auf und der auf. Und ja, also es ist halt alles sehr wirr. Jetzt seid ihr natürlich dran. Was sagt ihr dazu, dass Boruto jetzt sofort wiederbelebt ist? Findet ihr, er hätte noch ein bisschen länger tot sein sollen oder am Ende des Chapters vielleicht erst wieder aufleben sollen? Was sagt ihr zu der Sache, dass Momoshiki jetzt nicht wieder auferstehen kann und dass er Boruto komplett geheilt hat? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.